es klingelt. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wen darf ich denn da begrüßen? Hallo, hier ist die Erika. Erika, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt wird's spannend. Haben Sie noch ein Tier? Das Tier. Ja. Und welches haben Sie? Tier. Wie bitte? Tier. Sie, das Tier an für sich? Ja. Das geht ja nicht, das ist ja der Oberbegriff. Wir können ja nicht, was in der Fragestellung ist, als Lösung verwenden. Heidewitzka, Sie haben heute Nacht aber auch wieder Ideen. Ah. Ich sag dir, das Spiel ist viel zu erklärungsintensiv. Bis man es erst einmal versteht, vergeht der Stund. Okay, nochmal ganz schnell. Kaum haben wir 5 Leitungen offen, hat es geklingelt. Okay, wir probieren es nochmal so schnell. 5 Leitungen in 3, 2, 1, go. Das Tier, das tut mir wirklich leid. Also ganz ehrlich, Regie, jetzt haben wir gehört. Puma. Pumas stinken doch immer so. In so einem Puma-Gehege stinkt es doch barbarisch, oder? Man sagt doch immer, du stinkst wie ein Puma. Wenn keiner eine Lösung hat, ruft hier natürlich auch keiner an, dann kann es hier auch nicht klingeln. Kann ich mich auf den Kopf stellen, kann ich hier Hula-Hula tanzen, kann ich anfangen zu singen, hui, und es klingelt. Cool. Herzlich willkommen. Hallo? Hier spricht Sandra Arabian, wer ist am Telefon? Ja, hier ist die Andrea. Andrea, halli, hallo, hallöli, aber auch. Ja. Welche Lösung haben Sie denn bitte? Den Affen, Affe. A-F-F-E. Ja. Und das ist? Warum? Ach du grüne Neune. Das geht leider nicht wegen dem E von Hase am Ende. Regie, wir müssen an dieser Stelle sprechen. Oh Gott, also der fällt nicht mehr, der fällt nicht mehr, der fällt nicht mehr. Also jetzt muss es klingeln, komm. 3, 2, 1, jetzt! Jetzt. Manchmal komme ich mir vor wie so eine, ne? Oh, jetzt kann. Ah, es klingelt! Hallihallo, Hallöle, ist da jemand am Telefon? Ja, hier ist Peter. Peter, schön, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, ich habe das Gnu. Gnu? Ja. Peter, wie schreiben Sie bitte Gnu? G-N-U-H. Man schreibt das Gnu G-N-U. Ohne H. So. Regie, ganz ehrlich. Also, wenn jetzt sowas wie das Gnu kommt, wenn es am schönsten ist, wenn wir aufhören. Also, das war jetzt die 4. Falschantwort. Ich meine, da liegt noch ein 500er auf dem Band. Wir haben hier um die 2.500 Euro. Das sind ja gleich 3.000 Euro. Ja, ich würde gerne, wir haben bald Weihnachten. Muss noch mal hier was passieren. Und nach 4 Falschantworten heute noch Festüberweisung auf Ihrem Bankkonto. Sprich, also ich sage Ihnen wirklich eines. Es geht hier um über 2.000 Euro. Und die sind heute noch, wenn Sie möchten, auf Ihrem Bankkonto. Es klingelt. Kaum sind 10 Leitungen offen, klingelt's. Na also, herzlich willkommen. Wer ist am Telefon? Hallo, hier ist die Hertha. Hertha? Ja. Hertha, schön, dass Sie dabei sind. Welche Lösung haben Sie für mich? Ganz. Wieso geht es ganz nicht? Ach, ja, stimmt. Ja, wegen dem A von Hase. Also jetzt pass mal auf. 5 Falschantworten. Ihr sagt, ihr habt sicher noch ein Tier. Ist das ein deutsches Tier? Ist das ein Tier, was man kennt? Letzte Runde, ihr seht, Entschuldigung, ich bin auch so erkältet heute. Ich habe so ein Hüstchen. Also letzte Runde. Keiner dieser 5 Personen war bisher in der Lage, dieses Spiel zu lösen. Meine Damen und Herren, ich suche ein Tier. Ein Tier mit 4 Buchstaben. Oh, das klingelt. Wahnsinn. Hallo, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Ja, guten Abend, ich bin Petra. Petra, einen wunderschönen guten Abend. Petra. Ich bin auch. Ich sage Ihnen eines, was da drin liegt, ist ja absolut, ich schätze 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Das sieht gut aus, ja. Sieht sehr gut aus, sage ich Ihnen. Petra, welche Lösung haben Sie? Ich sage, es ist der Nerz. Nerz? Ja, schön wollig warm. E an zweiter Stelle geht schon mal. N-E-R. Ah! Ah! Ah!
Er geht nicht. Regie. Was machen wir jetzt? Das Geld muss raus, wir spielen das Spiel weiter und wenn es nicht klappt, dann geben wir halt einen Tipp. O-Ton, mein Redakteur. So, ich würde sagen, Sie haben nach wie vor die Chance, hier bei mir durchzukommen. Noch habe ich keinen Gewinner, das kann sich aber hier wirklich innerhalb jedes Augenblickes ändern. Ich fange schon mal an, Ihr Geld zu zählen und dazu darf ich meinen lieben und charmanten Kollegen Emil begrüßen. Und Sie können währenddessen natürlich nach wie vor weiterhin anrufen, wenn Sie eine Lösung haben und hier gewinnen. Ich sage Servus, Emil. Guten Abend. Guten Abend, Frau Hartmann. Servus, guten Abend. Schön, dass du wieder mal da bist. Oh, heute wieder schick, du. Was schick? Den habe ich von meiner Freundin bekommen. Von deiner Freundin? Die hat aber einen guten Geschmack, du. Ja? Ja, bin ich ganz stolz. Ja, das ist aber auch schön. Ich habe schon geschimpft bekommen, weil ich den nie anziehe. Ich habe schon geschimpft. Ja, ich ziehe immer die gleichen Sachen an. Halt. Verstehe nicht. Ja, hab ich geschimpft. Das geht gar nicht. Nur. So, Emi fängt schon mal an, hier das Geld zu sortieren und zu zählen. Das ist schon wieder ein... Oh, es klingelt, ich werde verrückt. Herzlich willkommen, wer ist denn dort am Telefon? Hier ist der Ralf, guten Morgen. Ralf, guten Morgen. Ich habe den Flo. Also Flo ist der Loha. Ralf, Sie haben soeben 7.170 Euro gewonnen. Oh, das ist der Hammer. Super. Netto und steuerfrei und vor allem heute noch per Expressüberweisung auf Ihrem Bankkonto. Super. Cool. Ralf, warum sind Sie denn so spät noch wach? Ja, ich konnte nicht schlafen. So, das war jetzt irgendwie... So spät noch Kaffee getrunken oder was haben Sie gemacht? Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber zum Glück muss ich natürlich jetzt sagen. Ja, müssen Sie morgen früh raus oder nachher eigentlich? Ja. Oje, oje. Wie lange geht's dann heute? Bitte? Wie lange geht's dann heute? Müssen Sie arbeiten heute? Ja. Sag mal, und ab wann haben Sie frei? Ja, am Wochenende. Oh ja, da haben Sie ja genug Zeit, die 7.170 Euro auszugeben. Genau. Vor Weihnachten kann man die bestens trauen. Bleiben Sie am Telefon. Danke fürs Mitspielen. Sie kommen jetzt zu einem meiner charmanten Kollegen ins Callcenter. Und wir, meine Damen und Herren, wir haben ja noch Zeit, Regie. Was wollen wir jetzt? Spielen wir jetzt unser Fehlerbild? Badehose? Okay, hier kommt schade, nicht die Badehose. Okay, A, B oder C. Ich möchte von Ihnen wissen, meine Damen und Herren, welche dieser Zipfelmützen? A, B oder C. Eine dieser lustigen Zipfelmützchen unterscheidet sich von den anderen Zipfelmützchen. Ui, und es klingelt. Hallo, wer ist am Telefon? Mona. Mona, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Ihre Lösung hätte ich gerne. Das ist R. Das ist R. Ah, Sie meinen wohl A, hm? Nee, dieses... Ach, A. ja, das kann um die Uhrzeit. Ach, ich sag Ihnen, Mona, Ihnen geht's wie mir auch. 150 Euro. Waren Sie gerade mit Darko auf der Weihnachtsfeier vielleicht, Mona? Nee. Was haben... Hallo, hier ist Antje. Antje, deine Lösung schnell. C. Und du hast soeben 200 Euro gewonnen, Antje. Super. Dankeschön. Antje, das Geld ist heute noch auf deinem Bankkonto. Bitte jetzt am Telefon bleiben, nicht auflegen. Du kommst zu einem meiner charmanten Kollegen. Ich, meine Damen und Herren, darf mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und fürs Mitspielen bedanken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder die nächsten Tage. Gute Nacht, Ihre Sandra.